Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von KW TV, zu einer neuen Ausgabe Ihres Regionalmagazins Drehkreuz KW. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Woche. Schön, dass Sie auch an diesem Osterwochenende wieder reinschauen. Damit Sie, liebe Zuschauer, die Ostereier nicht selbst suchen müssen, haben wir uns gedacht, machen wir einfach einen kleinen Osterspaziergang durch Wildau und suchen die ersten Frühlingsboten. Jetzt aber erst einmal die Programmübersicht. Puppenausstellung zu Besuch im Damelandmuseum. Jobmotor BER OECD Workshop in Schönefeld. Stadtlesen, Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Abstiegskampf Netzhoppers gegen Powervolleys Düren. Baumesse im A10-Center. Vom Klebstoff bis zum schlüsselfertigen Haus reicht das Branchenspektrum auf der Messe Bauen und Wohnen, die vom 4. bis 9. April im A10-Center Wildau stattfindet. Der Neubau von Einfamilienhäusern aller Art bildet den Schwerpunkt der Ausstellung. Dabei steht energieeffizientes Bauen und Sanieren im Vordergrund. Angeboten werden aber auch Systeme zur Fassaden- und Dachgestaltung sowie deren Sanierung, modernste Heizungsanlagen und Solaranlagen. Die Messebesucher können sich außerdem über die Möglichkeiten der Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden sowie die Möbel- und Treppenrenovierung informieren. Die Messetage starten um 10 Uhr und enden Montag bis Donnerstag um 20 Uhr, Freitag und Samstag um 21 Uhr. Die Puppe zählt zu den ältesten Spielzeugen überhaupt und ist im europäischen Raum seit der jüngsten Steinzeit nachweisbar. Als Spiegelbild der jeweiligen Kulturepoche veranschaulicht sie zugleich die Geschichte der Mode, den Wandel des Schönheitsideals sowie die Verwendung von neuen Materialien und technischen Erfindungen. Im Damelandmuseum gibt es zu diesem Thema eine Ausstellung. Und nicht nur das. Viele verschiedene Themen werden dort in den einzelnen Räumlichkeiten aufgegriffen, so dass es sich lohnt, dem Museum mal wieder einen Besuch abzustatten. Hier im Damelandmuseum kann man sich auf eine kleine Zeitreise begeben. Aber bevor wir in die Welt der Puppen abtauchen, werfen wir einen Blick auf die Aquarelle, die Königs Wusterhausen zur Hälfte des letzten Jahrhunderts zeigen. Heinz Böhm lebte und arbeitete eine Zeit lang in KW und hielt Stadtgeschichte in seinen Bildern fest. Sein Sohn pflegt das Erbe des Künstlers. Also das sind alles Bilder aus Königs Wusterhausen aus der Zeit 1950, 1951, 52. Mein Vater ist Maler, hat in Berlin in den 20er Jahren an der Hochschule studiert, ist also Maler und Grafiker und hat seit 1943 hier in Königs Wusterhausen gewohnt. Und ihn hat also diese kleine märkische Stadt so imponiert, dass er also als Maler nicht anders konnte, als zu malen, und hat also eine Menge Aquarelle aus Königs Wusterhausen gemalt. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene ist die Sonderausstellung zu den Puppen im Wandel der Zeit ein wahrlicher Blickfang. Hier ist die Entwicklung vom Prestigeobjekt zum Spielgefährten dokumentiert. Ja, also hier, das sind alles meine Puppen. Die habe ich mit einer Begeisterung gesammelt, weil ich die Puppengesichter eben so toll finde. Und das war zunächst erstmal wirklich nur, ja, die Liebe zu den Puppen. Und dazu kamen dann die tollen Geschichten, die zu diesen Puppen erzählt wurden. Und vor allen Dingen ist das ja auch ein Blick in die gesellschaftlichen Verhältnisse, die waren. Das ist ja wirklich, das sind Puppen, die hier in der ersten Vitrine stehen. Das ist so für die Besseren. Das sind Porzellankopfpuppen und die haben also auch sehr zerbrechliche Gliederkörper. Das konnten sich also nicht alle leisten. Während im 18. und 19. Jahrhundert die prunkvollen Puppen aus Wachs oder Porzellan mit aufwendiger Kleidung für die gut betuchten Familien hergestellt wurden, gab es auch diejenigen, die in Armut lebten. In dieser Ecke taucht man ab in einen dritten Hinterhof in einem üblichen Arbeiterkiez, wo die Kinder eben auf solch hochwertige Puppen verzichten mussten. Damit wird in dieser Ausstellung auch die gesellschaftliche Situation reflektiert.
Unser Vereinsmitglied, der Heinz Flieger, der hat also hier in dieser Ecke dargestellt, so dieses Zillemilieu. Das ist also das Milieu der Armen. Der Armen, der Hinterhof, im Hinterhof spielenden Kindern, die also nicht den Zugriff hatten zu diesen Luxuspuppen mit Porzellanköpfen, die also ja, selbstgemachte Püppchen hatten zum Spielen oder wie Zille in einem seiner Karikaturen auch so, da schimpft die Frau aus dem Fenster, jeste weg von die Blume, spiel mit die Mülltonne. Ja, so wollte er eben zeigen, dass das zwei Seiten einer geschichtlichen Zeit sind. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre eben ja nun so entwickelt, dass dann eben Puppen entstanden sind und vom Preis her also auch, die sich also auch möglichst alle leisten konnten. Die Entwicklung der Puppe zum Spielzeug für jedermann ist anhand der ausgestellten Exemplare gut nachvollziehbar. Dann sieht man eben diese Porzellanpuppen, das waren natürlich sehr wertvolle Puppen, die eben auch sehr behutsam behandelt werden müssen, weil sie eben ja nicht so burschikios nun gehandhabt werden konnten. Das hat sich dann um die 1910 etwa mit der Käthe Kruse total geändert. Da wurde dann aktuell, dass man Charakterpuppen, es war also nicht mehr wie die französischen Puppen, eben nur, dass man eben schön sein musste und schick gekleidet sein musste, sondern es sollten eben Spielpuppen sein. Es gab also sogar in dem Käthe Kruse Film so ein Beispiel, wo ein Kind ihre herrliche Porzellankopfpuppe weggeschmissen hat, weil sie ja da immer so vorsichtig sein musste damit und hat gesagt, so eine Puppe möchte ich haben, die Käthe Kruse Puppen, mit denen konnte man also spielen, die waren also wirklich für Kinderhände geeignet. Und das war also so ab 1910, also etwa auch so der Übergang zur Verwendung anderer Materialien. Wenn nur eine von den stummen Zeitzeugen mit den zauberhaft jung gebliebenen Gesichtern reden könnten, würde man erfahren, welches Leid durch Kriege, Zerstörung oder Not sie im vorigen Jahrhundert miterleben mussten. Besonders in schweren Zeiten gaben sie als Spielgefährten Kindern Trost und Halt. Auch hierzu gibt es berührende Geschichten. In den Begegnungen jetzt hier mit dem Publikum hat sich auch gezeigt, dass gerade so meine Jahrgänge, sage ich mal, die eben wirklich noch mit Puppen aufgewachsen sind, die also unheimlich viel Liebe für die Puppen empfinden und sofort, ach ja, so eine hatte ich auch, ach und der sieht aus wie meine und ach, weißt du noch. Und eine Puppe habe ich bekommen von einer alten Dame hier aus Königs Wusterhausen, die hat ihre Puppe mitgebracht, eingenäht in ein Kissen, war ganz verantwortlich für ihre Puppe, weil sie das ja eigentlich nicht mitnehmen durften auf der Flucht aus Schlesien. Und die hat sie mir also zu treuen Händen gegeben, weil sie so begeistert war, dass so viel Liebe für Puppen vorhanden ist. Das ist also wirklich ein Schmuckstück geworden. Ich habe sie also, ja, ich habe die Puppen zum Teil eben auch aufgearbeitet oder aufarbeiten lassen und habe sie eben auch schön und neu angezogen. Zum Teil, wie es damals Mode war, zum Teil eben auch an die jetzige Situation angepasst. Ja, und das ist eben etwas, was mich richtig glücklich macht, wenn ich mich also mit meinen Puppen beschäftigen kann. Von Flohmärkten oder aus Privatsammlungen wurden die Puppen zusammengetragen und wurden von Hannelore Liebel den einzelnen Zeitabschnitten zugeordnet. Und dann habe ich eben nachgeforscht, was sind das für Puppen? Die Puppen haben ja alle eine Markierung im Nacken, sodass ich anhand der Zeichnung und der Nummer erkennen kann, welche Firma hat diese Puppen gemacht, und dann kann ich feststellen, aus welchem Jahr stammen diese Puppen. Ja, und das war der Beginn meiner großen, richtigen Sammelleidenschaft von diesen alten Puppen. Die Ausstellung ist wirklich sehenswert, aber Sie sollten sich beeilen, denn Mitte April wird hier eine Märchenwelt Einzug halten. Märchenhaftes im Museum. So, und das wird also eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil dann nicht nur diese Seite hier völlig neu gestaltet wird. Es geht also um die Grimms Märchen. So, und wir zeigen dann auf diesem engen Raum etwa 20 Märchen, die wir darstellen,
sowohl hier mit diesen gestalterischen Elementen, da werden also auch noch ganz tolle Einbauten hier vorgenommen im Raum. Und diese drei Vitrinen, die werden also mit jedem Fach 12 Märchenbildern gestaltet. Also Sie sehen, ein Besuch im Damenlandmuseum lohnt sich immer. Geöffnet ist hier täglich außer Sonn- und Montags. Und schauen Sie ruhig vorbei, denn es gibt hier immer etwas Neues zu entdecken. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben, doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Boosting Job Creation in the Airport Region BER. Unter diesem Motto trafen sich Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik am neuen Flughafen BER. Eingeladen waren auch Vertreter der OECD und daher war Englisch Pflicht. Der Flughafen ist schon jetzt ein Jobmotor, nicht etwa wegen der vielen Bauarbeiter und Handwerker. In der Region sind viele Arbeitsplätze in der Luftfahrtbranche entstanden. In der Airport City diskutierte man, was getan werden muss, damit es in Zukunft so bleibt. Der Landkreis Dahme-Spreewald steht wirtschaftlich gut da. Königs Wusterhausen hat den größten Binnenhafen Brandenburgs und Wildau die forschungsstärkste Hochschule Deutschlands. Viele Hightech-Unternehmen aus der Luftfahrtbranche sind hier ansässig. Die Gründe dafür liegen nah. Mit der Bahn ist man in ca. 20 Minuten in Berlin-Mitte und mit dem Auto erreicht man den Flughafen BER in ca. 15 Minuten. Auch wenn der Eröffnungstermin des Willy Brandt Airports noch diskutabel ist, wirtschaftliches Wachstum hat der Flughafen dennoch gebracht. So der Grundtenor auf dem OECD-Workshop zur Arbeitsplatzförderung in der Flughafenregion. Also heute schon und auch in der Zukunft wird der ein ganz, ganz wesentlicher Jobmotor sein. Wir können heute schon feststellen, dass es sehr viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gibt, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und wenn der BER erstmal eröffnet ist, dann denke ich, werden wir nicht nur eine Boomregion sein, sondern eine Superboomregion. Die OECD fällt den meisten wohl eher im Zusammenhang mit einer italienischen Touristenattraktion ein. Die PISA-Studie ist wahrscheinlich das bekannteste Kind der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Doch auch die Analyse der Arbeitsmarktentwicklung in Wachstumsregionen gehört zu den Projekten der OECD. Und es geht hier um Entwicklung. Die OECD unterstützt uns, die Region des Flughafenumfeldes und damit auch der Stadt Königs Wusterhausen, Wildau und Schönefeld vor allem, in Fragen Wirtschaftsentwicklung, in Fragen Verkehrsentwicklung. Heute geht es besonders um Fachkräftesicherung. Also wie schaffen wir es, die Bedarfe, die unsere Unternehmen hier jetzt schon haben und in Zukunft noch mehr haben werden, zu decken? Und das ist wunderbar, dass wir die Experten aus Paris heute hier haben können. Das ist ein Nachfolgeprojekt. Wir hatten schon eins mit einer großen Studie zum grünen Wachstum mit dem Flughafen immer als Zentrum, jetzt hier als Ausstrahlraum. Die Zusammenarbeit mit der OECD ermöglicht den Vergleich mit anderen Regionen auf der Welt. Und so können basierend auf der Erfahrung anderer eigene Ansätze für eine bessere Entwicklung gefunden werden. In diesem Projekt haben wir hauptsächlich verschiedene Regionen miteinander verglichen. Wir fanden heraus, dass Brandenburgs Produktivität auf einem hohen Stand ist. Das kommt der Region zugute, da dadurch neue wirtschaftliche Möglichkeiten geschaffen werden. Außerdem gibt es hier viele gute Arbeitgeber, besonders in den Bereichen Luftfahrt und Logistik. Die geplatzte Eröffnung des BER im Jahr 2011 war ein Rückschlag. Denn viele Unternehmen, die ursprünglich investieren wollten, zogen ihre Pläne zurück, da eine baldige Eröffnung nicht absehbar war. Doch mittlerweile wächst die Hoffnung auf eine Eröffnung innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre. Die Investitionen sollen dann nachgeholt werden.
Der Flughafen wird auf verschiedene Weise die Region prägen. Nicht nur, dass wir internationaler werden, dass wir mehr Sprachkompetenz brauchen, sondern er wird interessante Impulse geben für die Arbeit, die es hier in Zukunft gibt. Das heißt, es macht Sinn, dass Schülerinnen und Schüler heute schon sich damit auseinandersetzen, dass sie aber auch Interesse gewinnen, eben nicht nur am Flugwesen, sondern all das, was drumherum um einen solchen großen Flughafen entsteht. Wir haben da Erfahrungen aus anderen Flughafenregionen, denn es gibt große Unternehmen, die siedeln sich bevorzugt dort an, sind aber an jedem Flughafen zu sehen. Wir haben vielleicht hier in Berlin und Brandenburg die Chance, ein paar Besonderheiten auszuprägen, denn wir sind hier die Hauptstadtregion und damit haben wir noch ein paar besondere Bedingungen. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass sich junge Leute heute darauf einstellen, dass sie die Chancen sehen. Die verlängerte Bauzeit des Flughafens bot der Region jedoch auch die Chance, sich besser auf die neuen Anforderungen nach der Eröffnung einzustellen. So ist besonders die Bildung ein wichtiges Thema. Bereits jetzt gibt es viele Versuche, Schüler für technische Berufe zu begeistern. Die TH Wildau steht mit ihren Angeboten wie dem Schnupperstudium oder dem Fachtag Informatik gut da. Man muss sicherstellen, dass die Bildungseinrichtungen verstärkt mit den Unternehmen zusammenarbeiten, damit die Ausbildung gezielter stattfinden kann. So können sie weiter wachsen und neue Arbeitsplätze generieren. Besonders im Kontext des neuen Flughafens ist das wichtig, denn dieser wird viele neue Arbeitsplätze schaffen. Es ist also wichtig, dass die Arbeitgeber vorbereitet sind und dass Investitionen getätigt werden. So kann man sichergehen, dass die Region wirklich profitiert, wenn der Flughafen eröffnet. Doch die Bildung ist nicht die einzige Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Ein wichtiges Thema ist es auch, dem wachsenden Andrang gerecht zu werden und die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu ist vor allem die Politik gefragt. Wir erleben seit längerem einen großen Andrang, eine große Nachfrage nach Wohnraum. Wir erleben auch hinsichtlich der Fachkräfte eine große Nachfrage nach der Region. Alles möchte nach Berlin oder in die Berlin-nahe Region. Und deswegen denke ich, kommt es hier vielleicht in der Region vor allem auch darauf an, diese Interessen in Einklang zu bringen und einen Ausgleich herzustellen. Aber letztendlich sind die Herausforderungen hier auch ganz andere als beispielsweise in sehr ländlichen, in sehr peripheren Regionen, im Süden des Landkreises beispielsweise. In Zukunft wird es verstärkt darauf ankommen, zu vermeiden, dass sich die Entwicklung nur auf bestimmte Wirtschaftszweige beschränkt. Was wir unbedingt vermeiden müssen, ist bei der Flughafenumfeldentwicklung, dass eine nicht gesteuerte Ansiedlung geschieht. Das heißt, dass sich nur Logistikunternehmen ansiedeln, sondern dass wir jetzt ein Konzept entwickeln und das muss auch in Potsdam entwickelt werden. Dafür ist auch die Politik verantwortlich, dass wir eine Ansiedlung bekommen, die gemischt ist. Das heißt, dass wir auch eine Industrie hierher bekommen, dass wir Dienstleistungen herbekommen, dass wir Forschung und Entwicklung in die Region bekommen. Nur ein guter und gesunder Mix ist dann auch die Garantie dafür, dass diese Region weiter prosperiert. Viele Dinge gilt es auch ein halbes Jahrzehnt nach der geplanten Eröffnung noch zu klären. Zwar ist der Flughafen schon jetzt ein Jobmotor, doch die Zukunft der Region hängt vom Gelingen des Projekts ab. Ob wir dann einen Superboom erleben, bleibt dennoch abzuwarten. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht. Sind sie alle ans Licht gebracht. Eigentlich findet das Schmöker-Event Stadtlesen nur einmal am selben Ort statt. Aber für Bibliotheksleiter Frank Seliger und sein Team stand es außer Frage, nach dem überwältigenden Erfolg im vergangenen Jahr eine Neuauflage zu organisieren. Der Ludwig-Wittow-Platz wird wieder zum Open-Air-Lesezimmer. Vom 3. bis 5. Mai 2016 können große und kleine Bücherfans aus einer Auswahl von über 3000 Büchern wählen und unter freiem Himmel ganz entspannt schmökern. Bücher sind auch in Zeiten von Tablets, Smartphones und Laptops noch in.
Das bewies der große Andrang beim Stadtlesen im vergangenen Jahr. Eigentlich findet die Veranstaltung nur einmal am selben Ort statt. Aber trotzdem steht 2016 eine Rückkehr an den Campus der TH Wildau an. Es hat uns so sehr gefallen. Schauen wir mal, wie die Nachfrage halt ist. Und haben uns eben entschieden, auch im Rahmen dieses 25-jährigen Jubiläums, und weil es eben sehr gut angekommen war, sowohl bei den Professoren, Studenten, auch bei den Kindern aus der Grundschule, dass wir es nochmal versuchen. Aber die Finanzierungslage war halt eine andere gewesen. Deswegen hatten wir uns entschieden, zusammen auch mit so einem Bibliotheksforschungsverein ein Crowdfunding durchzuführen. Für die Outdoor-Aktion, die vom 3. bis zum 5. Mai stattfinden soll, musste erst einmal genug Geld zusammenkommen. Der Plan, ein Crowdfunding-Projekt, angelegt auf 8.000 Euro. Wir haben es geschafft, mit auch einem sehr starken Entgegenkommen durch den Veranstalter der Salzburger Innovationswerkstatt Stadtlesen, die das durchführt. Ich habe mich total gefreut, dass eben Wildauer Bürger, natürlich auch viele Unternehmen, aber auch der Bürgermeister eben finanziell dahinter standen und organisiert haben, weil das zeigt ja im Prinzip auch, dass es letztes Jahr gut angekommen ist und dass man sieht, man muss auch in die Bildung ein bisschen sozusagen Geld reinstecken. Ein Blick auf die Crowdfunding-Seite zeigt, eine besonders große Spende kam von der Vivo. Was wieder einmal beweist, hier kümmert man sich um seine Mieter. Seit die Finanzierung steht, läuft auch die konkrete Planung auf Hochtouren. Wie schon im letzten Jahr will Frank Seliger mit seinem Team ein vielfältiges Programm auf die Beine stellen. Es wird vom 3. bis zum 5. Mai stattfinden, Dienstag, Mittwoch und Himmelfahrtsdonnerstag sozusagen. Wir werden versuchen, ein ähnliches Programm zu machen, dass wir eben die Grundschulklassen auch wieder einladen können zu einer Lesung, vielleicht mit einem Autoren, der auch schon mal hier gewesen ist, aber eben unter freiem Himmel. Wir versuchen auch für Himmelfahrtsdonnerstag vielleicht so ein kleines Platzkonzert zu organisieren. Wir wollen auch wieder mit den ausländischen Studierenden halt zusammenarbeiten, so einen Integrationslesetag vielleicht organisieren. Da sind wir aber noch in der Planung, weil jetzt haben wir uns erstmal gefreut so. Eine Woche lang, dass es eben stattfinden wird und haben versucht, jetzt alles noch zu organisieren drumherum und fangen jetzt an mit der konkreten Planung, die dann auch online gestellt wird als Programm. Die Vorfreude ist groß und bald werden es sich nicht nur Studenten auf den bunten Sitzsäcken bequem machen. Und vielleicht lernt der eine oder andere von ihnen ja sein neues Lieblingsbuch kennen. Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manch lustigen Nachen bewegt, und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges ferne Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Die Pforte zur Brandenburger Hölle öffnete sich zum letzten Mal in dieser Saison, als die Netzhoppers gegen die Powervolleys Düren spielten. Im Abstiegskampf gaben die besten Seher noch einmal alles, lautstark unterstützt von ihren Fans. Die Landkostarena war gut gefüllt und den Zuschauern wurde ein äußerst spannendes Spiel geboten. Wir zeigen Ihnen die Highlights. Die Bälle schmetterten nur so durch die Luft, als sich das Team der Netzhoppers KW Bestensee auf ihr letztes Ligaspiel gegen die Powervolleys Düren vorbereiteten. Maskottchen der Zino animierte noch einmal die Zuschauer, ihre Mannschaft lautstark anzufeuern. Lauter als bisher in der Saison, denn die war holprig genug. Ja, es hat sich über die Saison, alle Teams haben sich gut verstärkt, über die Saison war es halt schwer, da wirklich zu punkten. Wir hatten ein paar Verletzungsprobleme, Spielerwechsel, mussten dann gucken, dass wir da wirklich Konstanz reinkriegen. Aber am Ende haben wir einfach gezeigt, dass wir es können und in den entscheidenden Situationen da sind. Und da bin ich ganz froh drüber. Die Gefahr vor dem Abstieg in die zweite Liga war auf einmal ganz nah. Mit dem Sieg gegen Herrsching holte man dann aber doch noch einmal auf. Bereits am Vormittag war bekannt, dass die Netzhoppers nicht absteigen werden. Die Volleyball-Bundesliga zog der VSG Coburg Punkte wegen eines Lizenzverstoßes ab. Dennoch wollte man auf spielerische Art und Weise zeigen, dass die Netzhoppers in die erste Liga gehören. Nach einer noch recht ruhigen Anfangsphase ging aber der erste Satz mit 20:25 erst einmal an die Gäste. Im zweiten Satz lief es dann aber deutlich besser. Das Team zeigte ein tolles Zusammenspiel, brachte präzise Aufschläge und fand die Lücken im Spiel der Dürener. Satzgewinn mit 25:17.
Obwohl die Leistung auch im Anschluss auf höchstem Niveau blieb, gewannen dann doch die Dürener beide Folgesätze und damit auch das Gesamtmatch mit 23:25 und 21:23. Ich denke, wir können trotzdem einigermaßen zufrieden sein mit den guten Phasen, die wir im Spiel hatten. Warum es nicht geklappt hat, vielleicht hat einfach so dieser letzte Biss gefehlt, dieses letzte Quäntchen nochmal sich da richtig reinzuknien und da alles für zu geben. Ist halt hart, ist eine schwere Zeit gewesen jetzt die letzten. Wir haben unentwegt gespielt, haben viel trainiert. Da ist man vielleicht ein bisschen müde und war jetzt vorm Spiel klar, okay, es kann tabellenmäßig nicht mal viel passieren. Nach insgesamt 5 Siegen und dem 8. Platz in der Tabelle schließen die Netzhoppers die Ligasaison ab. Nun heißt es, fokussieren auf die weiteren Spiele. Ja, also der Start war relativ schwierig für uns. Wir sind schwer in die Saison gekommen. Und ich bin jetzt aber ganz zufrieden, so wie wir zum Ende der Saison gespielt haben, auch mit dem nervlichen Druck, um Abstieg vielleicht zu spielen, sind wir ganz gut mit klargekommen. Und wir haben uns die Saison über gesteigert vom Niveau her. Und das stimmt mich eigentlich auch ganz optimistisch jetzt für die Playoffs und Pre-Playoffs, dass wir da noch eine Runde weiterkommen. Bei den Playoffs spielen dann die 8 bestplatzierten Teams gegeneinander um den Einzug ins Meisterschaftsviertelfinale. Dafür braucht eine Mannschaft 2 Siege in 3 Matches. Das erste Entscheidungsspiel steht gegen den CV Mitteldeutschland an. Hier möchte man noch möglichst viele Spiele gewinnen, um weit zu kommen und zu zeigen, was das Team rund um Mario Kulic drauf hat. So viel für heute von Ihrem Regionalmagazin Drehkreuz KW. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder zu einer neuen Ausgabe von Drehkreuz KW am kommenden Freitag oder am Montag jeweils um 17.30 Uhr. Diese Sendung, wie auch alle zurückliegenden und noch viel mehr von KW TV, finden Sie natürlich auch im Internet auf unserer Homepage oder unserem YouTube-Kanal. Rund um die Uhr können Sie diese Sendung auch über Satellit mit einem HBB-TV-fähigen Fernsehsender über die Red-Button-Funktion abrufen. In diesem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen. Tschüss und machen Sie es gut.